Das Tick-Tack, Tick-Tack. Die Uhr läuft gegen die Natur und ihr Zeiger zeigt, dass es so, wie es ist, nicht länger bleibt, wenn alle weiterleben. Als wird's kein Morgen geben. Die Wachstumsreligion sitzt selbst an ihrem Thron. Weniger ist mehr. Reichtum gegen Meer, hier brauch ich wenig. Ich seh die Wellen Wind und ich werd König oder Königin. Das Meer ist Medizin und jeder Sonnenuntergang ist wie ein Neuanfang. Hallo, ich bin Marie, ich bin Singer-Songwriterin aus Berlin und ja, ich habe Lust, euch was über mein neues Album Weniger ist Meer zu erzählen. Ich mache schon viele, viele Jahre Musik und Kunst hier oben an der Ostsee und liebe das Meer eigentlich, solange ich denken kann. Und ja, mich bewegt sehr, dass es dem Meer schon lange nicht mehr gut geht oder der Natur generell. Und ich denke immer, Liebe hat auch mit Verantwortung zu tun. Und als ich darüber nachgedacht habe, ein neues Musikalbum zu machen über das Meer und über die Ostsee, hatte ich das Gefühl, dass ich das gerne thematisieren würde. Und ja, mir ist es wichtig gewesen, in den letzten Jahren darüber nachzudenken, wie man da vielleicht auch mit Kunst oder mit Musik eben Verständnis schaffen kann für die Aufgaben, die da sind. Dass wir uns einfach wieder bewusst machen, wie schön das Meer ist und dass es deshalb aber auch unsere Unterstützung braucht in Form von Hilfe und Liebe. Und ja, also so bin ich dann an den Songwriting-Prozess rangegangen. Weniger ist mehr ist der Titelsong und weniger ist mehr natürlich mit Doppel-E geschrieben. Und da geht es tatsächlich sehr zentral um dieses Thema des weniger Brauchens. Und das ist ja ganz eng verbunden mit dem ganzen Müll, der uns umgibt. Also es gibt ja die These, dass es 2050 mehr Plastik im Meer geben wird als Fische. Und das finde ich eine sehr, sehr erschreckende These. Und ich glaube, es geht nur eine Veränderung, wenn wir uns alle wieder daran gewöhnen, mit weniger glücklich zu sein. Und ich empfinde das aber gar nicht unbedingt als ein Manko, sondern es ist auch eine Chance, weniger zu haben und lieber wenig Dinge zu haben, die wirklich wertvoll sind, die mir was bedeuten. Und hier oben am Meer fühle ich das auch immer und deswegen passt diese Platte hier auch so wunderbar her, weil ich genau hier das spüre. Mich überfordert das manchmal, wenn ich nach Berlin zurückfahre, nach so einem Sommer, wo ich hier Musik und Theater gemacht habe und auf einmal ist da wieder so viel von allem da und ich merke, ich brauche es gar nicht. Ich bin hier sehr bei mir, wenn ich am Meer bin. Ich bin eins mit den Wellen. Ich merke, wie in mir alles ruhiger wird und ich bin viel, viel näher an ja, den Emotionen dran, die mir gut tun. Und da ist für mich auch eine ganz enge Verbindung zu den Songs. Ja, die ersten Songs, die so kamen, die ich geschrieben habe, da ging es ganz viel um dieses weniger Brauchen, auch ums unverpackte Leben, um das Unverpacktsein. Ich fand das irgendwie auch eine ganz schöne Korrespondenz zu sagen, am Strand ist man ja irgendwie auch unverpackt und das irgendwie in Relation zu setzen zu dem unverpackten Einkaufen, was ja auch immer wichtiger wird und was ja früher auch schon mal so war, also die Wertschätzung für die einfachen Dinge nimmt wieder zu und das ist eigentlich total schön. Und ja, so ist zum Beispiel der Song Unverpackt entstanden. Ja, in Unverpackt ist es tatsächlich so, dass es mir im Moment auch wieder ganz wichtig ist, wenn ich einkaufen gehe in Berlin, das möglichst unverpackt zu tun. Das heißt nicht, dass ich unverpackt bin, sondern dass die Sachen, die ich einkaufe, unverpackt sind. Und es gab aber so einen Moment letztes Jahr, wo ich hier am Strand gesessen habe und auch mit dem Songwriting angefangen habe, wo ich dachte, irgendwie ist man am Strand ja auch unverpackt. Und dieses
zumüllen, was wir in der Natur haben, das haben wir ja auch oft im Kopf, in der Seele, im Alltag. Es ist einfach immer von allem zu viel da. Und das ist total schön, das miteinander in Verbindung zu setzen, dass wir auch uns als Menschen öfter detoxen und runterholen und auch den persönlichen Müll, der uns so begleitet, reduzieren. Also auch den Seelenmüll, jetzt gar nicht nur den Müll, der uns umgibt, aber eben auch, ja, dass wir den Alltag öfter loslassen, dass wir mehr bei uns sind. Weil ich glaube, letztlich, wenn wir mit weniger zufrieden sind, dann brauchen wir auch wieder weniger. Was dann auch wieder sehr auf das Gesamtthema des Albums einzahlt. Es ist ja auch das Schöne, dass wenn man Songs schreibt, dass das jeder immer ein bisschen anders sieht und hört und dass es eigentlich am Ende gar nicht unbedingt so ist, dass das, was ich denke in dem Moment, auch beim Hörer ankommt oder dass er vielleicht ja auch noch eine ganz persönliche eigene Ebene dazu denkt. Das ist ja das Tolle. Und ich weiß ja auch nie, wenn ich mir so ein Thema vornehme, ich schreibe sehr gerne konzeptionell und suche mir eben gerne Themen, die mich gerade beschäftigen und die mir wichtig sind. Aber ich weiß ja trotzdem nie, welcher Song dann gerne zu mir möchte. Anna Depenbusch hat das mal ganz wunderbar beschrieben. Sie sagt immer, man ist so ein bisschen im Songbereitschaftsdienst. Man sitzt am Instrument und wartet auf den Song, der einen zufliegt. Und ich dachte natürlich erst mal, dass mir viele Songs zum Thema Müll und Plastik zufliegen. Aber ich finde es auch total interessant, dass es am Ende auch so viele Songs geworden sind, die sich um, ja, auch ganz persönliche Dinge drehen, die eben auch, ja, um dieses Persönliche sich zumüllen oder freimachen von Müll und damit aber gleichzeitig auch wieder einen besseren Bezug finden zur Natur. Und der Überfluss fließt von der Quelle ins Meer, der Überfluss fließt von der Quelle ins Meer, der Überfluss fließt von der Quelle ins Meer, der Überfluss fließt, der Überfluss fließt. Der Überfluss fließt von der Quelle ins Meer, der Überfluss fließt von der Quelle ins Meer, der Überfluss fließt von der Quelle ins Meer, der Überfluss fließt, der Überfluss fließt, weniger ist mehr. Ich tausche Reichtum gegen Meer, hier brauch ich wenig. Ich seh die Wellen Wind und ich werd König oder Königin. Das Meer ist Medizin. Jeder Sonnenuntergang ist wie ein Neuanfang. Weniger ist mehr. Für mich ist das eine Sensibilisierung, aber ich glaube auch, dass es mit dem Album natürlich auch Menschen gibt, die sagen, ich möchte in Bezug auf dieses Thema nicht ermahnt werden. Ich möchte meinen eigenen Umgang damit finden und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich denke nur, dass immer alles, was man auch ins Bewusstsein ruft, auch generell ein gesellschaftliches Bewusstsein schärft. Und bevor ich den 1000. Liebessong schreibe, finde ich es momentan einfach wichtiger und aktueller, mir diese Themen vorzunehmen, weil sie einfach relevant sind und weil mir wichtig ist, dass sie nicht verloren gehen. Und wenn man dann aber wiederum auch tiefer eintaucht, merkt man, dass es auch da wieder ganz viel um Liebe geht, um Liebe zu sich selbst und um Liebe zu den Orten und zu den Dingen und zu den Menschen, die einem wichtig sind. Weil die Erde, die wir hinterlassen, hinterlassen wir auch den Kindern, die kommen. Ich habe noch keine, aber meine Geschwister haben welche und es gibt viele Freunde, Familien, die ich gern habe, die Kinder haben. Und ich finde, da ist eben auch wieder das Wort Verantwortung so unglaublich wichtig. Zum einen, indem wir das auf eine gesunde Art und Weise vorleben und auch weitergeben und auch das, was wir hier haben und selber schon wirklich sehr ausgiebig genießen durften, auch noch in einem guten Zustand übergeben, weil wir haben diese Erde einfach nur geborgt. Sie gehört uns nicht. Und ich glaube, das muss man sich manchmal auch bewusst machen, dass wir zwar auf dieser Erde leben, aber dass wir ja auch in gewisser Weise ja kein Recht haben, so mit ihr umzugehen, weil sie nicht unser Eigentum ist.
Das ist ein ganz spannender Ansatz, weil ich finde es bei so einem Thema auch immer wichtig, dass man das irgendwie trotzdem versucht, nicht mit dem moralischen Zeigefinger zu erzählen. Und ich glaube, in Verantwortung ging es mir vor allem darum, dass ich es in gewisser Weise auch anmaßend fände, jetzt zu sagen, dass man mit so einem Musikalbum die eine Antwort finden kann. Aber ich glaube, es gibt letztlich ganz viele spannende Antworten, die gerade im Raum stehen. Und die Antwort in der Verantwortung fand ich dann ganz spannend, weil es letztlich ganz oft darum geht, dass wir Verantwortung übernehmen und es nicht wegschieben, weil letztlich kann nur jeder mit seinem persönlichen Konsum gucken, wie er die Dinge beeinflusst. Und Verantwortung gilt ja für alle Lebensbereiche. Also im Kleinen Prinzen kommt das ja zum Beispiel auch vor. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Und letztlich ist es mit der Natur ja auch so ein bisschen so. Wenn man das Meer liebt, finde ich, hat man auch eine Verantwortung dafür, es zu schützen, damit es so bleibt. Und zwar nicht nur für einen selber, sondern auch für die anderen Menschen, für die nächsten Generationen, die da kommen. Und das fand ich so ganz spannend. Und ich mag eh diese Wortspielereien mit Verantwortung und der Antwort, die da drin steckt. Und finde Sprache da manchmal auch ein ganz tolles Hinweisschild, wo man hindenken könnte, um ja, da vielleicht auch einen kleinen Anstoß zu kriegen, was helfen könnte auf der Suche nach einer Lösung. Ich denke eben, die Verantwortung könnte eine Antwort sein, eine von vielen. Natürlich ist es auch eine Antwort zu sagen, ich überlege, wie ich mich selber neu definiere in Bezug auf meinen Umgang mit der Umwelt und mit der Natur. Kann ich meinen Konsum reduzieren? Kann ich achtsamer mit mir und anderen umgehen? Und das ist für mich deshalb auch so eine ganz konsequente Fortsetzung meiner bisherigen Albengeschichte, wenn ich jetzt an Depression Unplugged denke. Ich glaube, dass wir dann auch achtsam mit der Natur umgehen, wenn wir auch achtsam mit uns selbst und unseren Mitmenschen umgehen. Und dann ist es für mich fast natürlich, dann auch mit der Natur so umzugehen und sie da auch einfach etwas menschlicher als Gegenüber zu betrachten und eben auch zu überlegen, wenn ich das Menschen in meinem Umfeld nicht antun will oder auch mir selber nicht antun will, dass ich mich so zufrachte oder zumülle mit Dingen, dann warum tue ich es dann eigentlich der Natur an? Und das war so ein ganz interessanter Erkenntnisprozess im Schreiben. Ich bin ein sehr textbezogener Schreiber. Ich habe meistens so ein griffiges Wort oder eine griffige Zeile und dann gehe ich meistens spazieren und dann kommt zu dieser Zeile noch irgendwas dazu und meistens muss ich dann stehen bleiben und sehe wahrscheinlich für Passanten und Menschen, die so von außen da drauf gucken, total seltsam aus, weil ich völlig hektisch irgendwas aus meiner Tasche krame oder in mein Handy tippe. Aber dann muss ich wirklich den Moment und diese Zeile festhalten und kann auch gar nicht anders. Ich muss dann unbedingt aufschreiben, was mir gerade eingefallen ist. Und da gestaltet sich dann die Musik drumherum. Also das Wort oder der Satz macht ja meistens schon so ein kleines Gefühl. Und ich habe dann auch schon zumindest eine Tendenz, wo der Song hingehen könnte oder wie ich ihn mir wünsche oder vorstelle oder was er vielleicht auch braucht. Und versuche dann einfach mit der Gitarre zu suchen, was auch dem Text dient. Also es gibt, glaube ich, Leute, die schreiben Texte, die der Musik dienen. Und ich bin aber, glaube ich, anders. Ich suche immer nach Musik, die dem Text dient. Ich bin halt sehr wortverliebt. Sie geht langsam über den Strand. Die Schritte fallen ihr schwer. Der Arzt sagt, sie hat noch 2 Wochen, vielleicht sind es aber auch mehr. Die grauen Haare vom Wind zerzaust, der Rollator bleibt stecken im Sand. Doch sie wollte noch einmal hierher zurück, hier ans Meer, wo alles begann. Und sie schaut auf die See, wo die Sonne untergeht, es wird Abend. In ihrem Leben.
Sie taucht ein letztes Mal ihre Füße ins Wasser und sie sieht ihr Leben in Szenen. Und die Wellen, die alles vergeben. Ja, wir sitzen ja hier jetzt gerade in Prora und Wellen der Zeit ist letztes Jahr in Binz entstanden. Da saß ich auch mal einen halben Tag am Strand, was auch nicht so oft vorkommt, denn ich arbeite hier ja auch ganz viel und gerne. Und ja, da kam auf einmal eine Familie und die beiden Töchter stützten ihre Mutter und brachten sie mit ihrem Rollator ganz vorne an die Wasserkante und haben sie auf diesen Rollator gesetzt und ja, sie dann dorthin gesetzt und sie war ganz schwach und konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und saß dann da aber völlig glücklich mit ihrem Hut und ihren wehenden grauen Haaren am Wasser. Und dieses Bild hat mich so unglaublich berührt, weil zum einen habe ich mir sofort gewünscht, dass ich auch im Alter, kurz bevor ich gehen muss, wenn man denn so weit kommt im Leben, da vielleicht nochmal sitzen kann und habe sofort auch an meine Familie gedacht, an meine Mutter, die das Meer auch über alles liebt und sofort reinspringen muss, sobald sie das irgendwo sieht. Und überhaupt an diese Generationen von Familien, wo Ostsee oder Meer einfach so selbstverständlich zum Lebensgefühl dazugehört, dass man hierher kommt und aufblüht und ja, wo einfach Ostsee mit ganz viel Liebe und dadurch auch mit ganz viel Familiengeschichte verbunden ist. Ja, und das hat mich so berührt, dass ich mir die Zeile aufgeschrieben habe und dann hat es noch ein bisschen gedauert, aber so ein halbes Jahr später kam dann der Rest des Textes dazu und so ist dann Wellen der Zeit auch auf die Platte gekommen. Meine Beziehung zur Ostsee ist ja tatsächlich eine total intensive. Meine Mama erzählt immer gerne die Geschichte, dass ich schon quasi in ihrem Bauch hier im Ostseewasser war und mein Bruder hat sie dann auch zurückgeholt, weil er Angst hatte, dass durch den Bauchnabel Ostseewasser in den Schwangerschaftsbauch eindringen könnte und ich dann hier in der Ostsee ertrinke vor meiner Geburt. Und also insofern habe ich schon irgendwie einfach eine unglaublich intensive Beziehung. Und es ist schon immer auch mein Stückchen Heimat. Also ich sage immer auch gerne zweiter Wohnsitz Meer, weil es mich total gut beschreibt. Ich bin hier, glaube ich, auch am ehesten der Mensch, der ich gerne sein möchte. Und es gibt ja Menschen, die lieben den Strandkorb und es gibt Menschen, die mögen keine Strandkörbe. Ich bin halt ganz viel in Strandkörben groß geworden und habe auch gerade auch so trübe Strandtage im Strandkorb sehr genossen. Und auch da natürlich wieder die großen Kontraste zwischen Berlin, wo ich ja lebe, wo alles schnell auch sehr grau, sehr hektisch, sehr schnell ist und dann die Ruhe hier in so einem Strandkorb, wo ich locker auch mal einen ganzen Tag einfach ja, verbringen kann und aber unglaublich bei mir bin, wo sich Zeit sehr, sehr wertvoll anfühlt. Und da kam dann auch diese schöne Verschiebung über den Berlin-Kontrast mit den Wuchermieten und der ganzen Verdrängung, die ja nun mal gerade passiert in den Städten und die Idee, dann den Strandkorb so als das kleine Penthouse am Meer zu besingen und ja, einfach mit dieser griffigen WG-Idee zu spielen, dass man mit den Fischen und allem, was sich so drumherum am Strand abspielt, dass man das genießt, im Strandkorb zu leben, mit dieser schönen Leichtigkeit, das kleine Ostsee-Zuhause, das erschwinglich ist, was ja vieles nicht mehr ist in den Städten. Bei der Ode an den Strandkorb kommt ja auch die schöne Zeile vor, dass der Tisch schon gedeckt ist und das ist ja das Schöne am Strandkorb, man hat diesen kleinen Tisch, da kann man was draufstellen, man kann also ein kleines Dinner haben, wenn man will, man kann die Füße hochlegen, man kann im Strandkorb schlafen, man kann essen, also im Prinzip kann man fast alles im Strandkorb machen, was Spaß macht und das ist schön. Zu dem Rio Reiser Song auf der Platte habe ich tatsächlich auch eine sehr intensive Beziehung. Das liegt schon daran, dass ja mein Pianist, der Jörg Mischke, lange mit Rio Reiser zusammen gespielt hat.
und den Song auch selber mit ihm performt hat. Und Rio Reiser spielt in meinem Leben als Songwriter schon lange eine große Rolle. Und ich spiele ja auch auf meinen Konzerten ganz oft auch eine Zugabe. Wir haben ja jetzt bei Depression Unplugged auch ganz viel Halt ich an deiner Liebe festgespielt. Und als wir dann die Songs angegangen sind für Weniger ist mehr, hatte ich relativ schnell so eine klare Vision davon, dass ich Wann auch gerne mit auf die Platte nehmen will, weil ich finde, er ist einfach immer noch unglaublich aktuell und fasst dieses Thema so toll. Also allein schon der Satz, du sagst, du willst die Welt nicht ändern und ich frage mich, wie machst du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche und du bist auch kein Loch in der Natur. Also wir können nicht nichts tun. Also mit jedem, was wir machen, verändern wir die Welt ja auch mit jedem Schritt, den wir tun. Und da schafft dieser Song einfach auch ein unglaublich kraftvolles Bewusstsein. Und ich habe neulich auch so einen schönen Satz gelesen. Im Prinzip ist ja jeder Einkauf, den wir machen, ob das im Supermarkt ist oder für was zum Anziehen, was auch immer, ist ja immer auch ein Stimmzettel. Also ich entscheide mit jedem Mal einkaufen wieder neu, wen ich unterstütze mit dem, was ich mache. Und möchte ich das wirklich tun? Und der Song ist natürlich auf die eine Weise progressiv, indem er ja auch zum Handeln auffordert, aber er trägt eben auch genau die Chance in sich, nämlich dass wir ja auch mit jedem Schritt etwas verändern können. Und das macht ihn toll, weil er dadurch Wunde und Arzt zugleich ist. Und das finde ich bei Songs immer unglaublich schön und kraftvoll, wenn sie das können. Also wenn sie zum einen genau den Stachel da hinsetzen, wo es auch mal wehtun muss, aber gleichzeitig auch sagen, das wäre eine Chance, das Thema anzugehen und auch was zu verändern. Geisternetze ist ein Song, der ist relativ spät entstanden. Ich glaube sogar erst 2 Wochen, bevor wir ins Studio gegangen sind. Aber das ist ein Phänomen, was ich sehr beeindruckend finde, weil die Geisternetze tatsächlich einen unglaublich hohen Anteil von Plastikmüll im Meer ausmachen. Und vielen ist das gar nicht bewusst. Also da geht es um Netze, die verloren werden bei der Fischerei oder eben auch bewusst entsorgt werden im Meer, weil sie kaputt sind. Und diese Netze setzen sich wiederum an Riffen fest und sind dadurch natürlich eine unglaubliche Gefahr für Meerestiere, die sich dann da verfangen und oft auch verenden. Und da war so als erstes dieses Gefühl von, ich glaube, ich sehe Gespenster. Und ja, diese Bedrohung, die nicht sichtbar ist, aber in unseren Meeren einfach schwimmt und das zuhauf. Und ja, ich fand es beim Recherchieren darüber unglaublich beeindruckend, wie viel das ist. Also wie viele Geisternetze existieren und dass die meisten, als ich sie dann gefragt habe, noch nicht mal diese Begrifflichkeit kennen oder das Wort zumindest noch nie gehört hatten. Und das hat mich sehr beeindruckt und deshalb dachte ich, ich muss den Song auf jeden Fall noch mit draufpacken und fertig schreiben, um auch dafür mal vielleicht so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, dass es das gibt und ja, dass es davon auch viel gibt in unseren Meeren. Keinen günstigen Wind, dem wir die Richtung verlieren. Wissen wir doch, wo wir sind, aber wir frieren. Und die, die darüber haben, sind die, sollten nicht allzu laut lachen. Sie werden nicht lachen, wenn sie blind irgendwann erwachen. Ich habe ja auch 2 Songs mit auf die Platte gepackt, bei denen ich den Songtext nicht selber geschrieben habe. Das ist zum einen das Ideal von Kurt Tucholsky und dann noch Schiff 1931 von Ringelnatz. Und bei das Ideal finde ich es einfach so unglaublich beeindruckend, dass der Text ja auch schon relativ alt ist und trotzdem da schon einfach unglaublich treffende Zeilen drinstehen, zum Beispiel 8 Autos, Motorrad, wenn man das mal bedenkt, dass der Song fast 100 Jahre alt ist.
Oder auch eben dieser Anspruch von das Ideal im Refrain heißt es dann so schön, es ist ja eigentlich ein Gedicht, aber bei mir der Refrain, heißt es dann eine Villa im Grün mit großer Terrasse, vorn die Ostsee und hinten die Friedrichstraße. Und das ist ja genauso dieses Ideal von, ich will immer alles haben und immer alles sofort und am gleichen Ort, am besten noch so, dass ich mich nicht bewegen muss. Und ich glaube, die Dinge dürfen wieder mehr Zeit haben. Und da finde ich das Ideal einfach auch so toll, weil es auch genau so ein bisschen ja, Salz in diese Wunde streut von immer alles haben wollen. Und zum Schluss ist ja auch die schöne Moral von der Geschichte, die Tucholsky da aufmacht. Wir wollen so viel haben sein und gelten, doch dass einer alles hat, das ist selten. Und es ist auch gut so, dass wir nicht alles haben, weil ich glaube, am Ende macht genau das auch gar nicht glücklich, eben immer alles verfügbar zu haben, sondern ganz viel Glück entsteht eben manchmal auch erst durch den Mangel. Das ist ja in der Liebe auch so. Manchmal braucht es einfach auch das Vermissen, um wieder zu wissen, was einem jemand wert ist. Ich habe meine Füße total gerne im Wasser und im Sand. Also überhaupt dieses Gefühl hier von immer irgendwo Sand zu finden, was gleichermaßen schön und nervig ist. Aber das ist auch so ein Nachhausekommen irgendwie, auch diese ganzen Gerüche. Ich bin eh so ein sehr ganzheitlicher Mensch. Ich fühle sehr ganzheitlich und brauche das auch, um mich lebendig zu fühlen. Ich glaube, das hat auch viel mit den nicht so guten Zeiten in meinem Leben zu tun, mit meinen Depressionen und so, dass ich gerade deshalb umso lieber auch fühle und mit allen Sinnen fühle. Und deshalb ist es so unglaublich schön, hier oben an der Ostsee zu sein, weil es so ein Ort ist, der auf so vielen Ebenen befriedigt. und auch nicht immer angenehm. Also das Ostseewasser ist kalt, der Sand geht in jede Ritze, aber genau dieses Unbequeme ist so unglaublich schön und so vertraut und erinnert mich einfach auch an so viel glückliche Familienzeit oder glückliche Lebenszeit oder eben auch gerade an Momente, wo ich mir erlaubt habe, mal auszusteigen aus allem. Jetzt in meinem Erwachsenenleben ist das ja noch mal mehr, dass man ja auch bewusst sagt, ich ziehe mich jetzt mal raus aus allem. Ich bin jetzt mal eben hier und ich bin nur hier. Und das so total gut, weil mittlerweile es so ist, dass mich die Ostsee, wenn ich hier bin, auch ermahnt, dass ich das mal wieder machen muss. Und es ist einfach auch ein Inspirationsort. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass mir hier einfach unglaublich gute Gedanken kommen und dass ich hier einfach noch mal näher an mir dran bin, als es in Berlin ist. Da ist so viel Einfluss, so viel Energie und ich bin auch so ein super sensibler, empathischer Mensch. Ich nehme auch total gerne Stimmungen auf von Menschen und das passiert mir in der Natur eben nicht so extrem. Da nehme ich eher dann die Stimmung von der Natur auf und das tut total gut, weil ich dann eher so das Ostsee-Feeling kriege. Manchmal ist die Ostsee ja auch stürmisch, da kann ich mich aber gut wehren, aber gerade an so einem Tag wie heute, wo die Ostsee relativ ruhig und zahm und liebevoll ist, mag ich total gerne das Ostseegefühl so in mich aufzusaugen und in diesen Modus überzugehen, in diesen sehr meditativen Modus von Ostsee. Ach, so Kernmessage finde ich insofern immer schwierig, als dass man Songs und gerade auch so ein Album ja auch ein Stück weit loslassen muss, wenn es denn dann mal fertig ist. Ist ein bisschen wie, also ich habe ja selber noch keine Kinder bekommen, aber trotzdem fühlt es sich immer so ein bisschen an wie ein Kind loslassen, irgendwie in die Welt schicken und auch den Songs dann zu erlauben, dass sie ihr eigenes Leben entwickeln und auch mit den Menschen, denen sie dann begegnen, nochmal eine ganz eigene Kraft entwickeln. Und mir ist dann gar nicht so wichtig, dass jemand sagt, ich habe jetzt das gehört. Ich freue mich eher, dass es auch immer so ein ganz differenziertes Feedback gibt zu den Songs auf meinen Alben und Leute mir dann auch manchmal sagen, der Song hat mir total geholfen oder der hat mich in der Lebensphase total bewegt und mich überrascht es dann manchmal auch sehr, dass gerade der Song dann jemandem vielleicht
an der Stelle geholfen hat, wo ich das niemals gedacht hätte. Und das ist auch das Schöne, dass Kunst das kann, dass sie eben nicht bis ins Letzte planbar ist. Dass da immer noch ein Rest Geheimnis dabei bleibt. Und das ist beim Hörer. Und jetzt ist so ein bisschen auch für mich der Moment, wo ich die Songs fliegen lassen muss. So ein bisschen wie die Möwen hier, müssen die jetzt einfach losziehen und ja, ihre Adressaten finden. Und die dürfen dann auch hören, was sie hören wollen. Und wäre natürlich schön, wenn ein bisschen was von diesem weniger brauchen und vom Nachdenken über der Verantwortung ankommt. Aber wer weiß, was ankommt. Und so oder so, ich bin dankbar auch für die Fragen und vielleicht auch für die Gespräche, die sich dann entwickeln über die Songs. Das Schiff, auf dem wir heute sind, fährt jetzt in die Uferlose. Die offene See und fragt hier, wohin ich bin. Nur ein Matrose, nur ein Matrose. Nur ein Matrose, nur ein Matrose. Nur ein Matrose. Wir haben keinen günstigen Wind, dem wir die Richtung verlieren. Wissen wir doch, wo wir sind, aber wir.